Moin, jetzt wurde von mir heute einmal zu dieser kleinen Digitalkamera. Das Ganze ist mit 1080p ausgestattet und kommt ja hier erstmal nett verpackt daher in so einem kleinen Samtbeutel. Hier unten sind noch so ein paar Goodies mit eingelegt. Also wir haben hier tatsächlich noch eine extra SD-Karte mit 32 GB, einen Ladeanschluss, noch ein extra Akku, ein Putztuch ist hier unten auch noch mit drin. Also da ist noch einiges dabei in der Lieferung. Aber wir wollen uns ja primär jetzt erstmal die Kamera angucken. Gibt es aber auch noch in anderen Farben. Wir haben uns für das rosane Modell entschieden. Und so sieht das Ganze einmal aus. Also eine ganz klassische kleine Kamera in diesem leicht rosé-Flamingo-Ton. Dann haben wir hier oben auch relativ wenig Knöpfe und alles. Und die Rückseite ist auch ganz klassisch aufgebaut mit dem ganzen Bereich. Was ganz nett ist, wir können hier unten auch ein Stativ anschrauben. Hier brauchen wir jetzt tatsächlich den Akku. Den schnappen wir uns mal. Und dann schmeißen wir das Ding doch einfach mal an. Na, kannst du irgendwo aufmachen oder müssen wir es aufschneiden? Reißen. Okay, kein Problem, wir haben ja ein Messer am Start. So, dann gehen wir hier rein und öffnen das einfach. So, der Akku, der wird dann entsprechend eingesetzt, rastet ein und dann ist das Ganze auch schon direkt ready. Und wir gucken, ob die Preload kommt. Ja, sieht gut aus, läuft drauf. Und dann ist sie auch direkt funktionstüchtig. Und wir sehen das hier direkt, wie das Ganze eben aussieht. Das funktioniert soweit. Wir haben hier sogar einen Zoom mit drin. Der ist okay, ist jetzt nicht riesig auffallend. Und ich denke auch, dass es kein richtiger Zoom ist, sondern mehr einfach ein digitaler Zoom. Ja, und ansonsten brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. So sieht das Ganze aus, wenn wir uns abmelden, kommt eine kleine nette Melodie. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr nettes, kleines, unauffälliges Teil. So, und das ist im Prinzip das, warum es besticht.